Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hatte ja vor circa 3 bis 4 Wochen so eine kleine Umfrage gemacht in einem anderen Video, wo ich euch mal gefragt habe, wie es denn ausschaut, ob ihr Interesse daran hättet, wenn wir einen Sattel, den ich im Internet gefunden habe, bestellen. Und es war wirklich sehr eindeutig, dass wirklich die Mehrheit von euch dafür gestimmt hat, dass wir uns so einen Sattel mal besorgen und den Sattel mal ein bisschen unter die Lupe nehmen und mal so ein bisschen gucken, ist der Sattel gut, ist er nicht gut, was kann er nicht so gut. Deswegen, wie ihr seht, wir sind jetzt hier auch schon im Stall. Wir haben auch den guten Sattel hier bei uns, der hat mich vor circa 3, 4 Tage kam er an bei mir. Ging schneller, als ich gedacht hätte. Also ich dachte wirklich, ich muss jetzt erstmal 3, 4 Monate warten. Aber das waren jetzt so 3 bis 4 Wochen. Und der erste Eindruck über den Sattel ist leider Gottes erschreckend gut. Also erschreckend gut, wieso? Weil das Leder fühlt sich, also es ist natürlich ein Sattel aus Leder, logischerweise, aber es fühlt sich auch an wie Leder. Also es fühlt sich jetzt nicht an, als wäre das super viel Plastik oder. Die ganze Verarbeitung, die ganzen Nähte sieht auf den ersten Blick besser aus als auf dem Foto. Wir hatten auch beim Foto, ist einem Zuschauer auch schon aufgefallen, dass die Kissen ein bisschen ungleich waren. Auch wenn ich mir das jetzt von hier hinten angucke, das eine Kissen hier, das hatte ich schon mal ein bisschen geklopft, um zu gucken, wie die Wolle sich so verhält. Das sieht jetzt natürlich unterschiedlich aus, aber trotz alledem, wenn der einmal ordentlich gefüllt und gepolstert ist, würde ich nicht sagen, dass der komplett ungleich ist. Jetzt haben wir über die ganzen Details, was da drin steckt und hin und her, werden wir uns auf jeden Fall in einem anderen Video nochmal angucken, wenn wir den Sattel einmal zerlegen. Heute geht es aber eher darum, dass wir einfach mal ein Gefühl von der Reiterin bekommen, wie der Sattel sich denn in Bewegung anfühlt. Wie fühlt es sich an, da oben drauf zu sitzen? Was vermittelt er für ein Gefühl? Und ja, das werden wir heute auf jeden Fall mal austesten. Was ich schon im Vorab dazu sagen kann, ist, wie gesagt, ja, dass das Ganze echt erschreckend gut ist, weil man muss sich immer mal vor Augen halten, was ein Sattel kostet, unter welchen Bedingungen so ein Sattel hergestellt wird. Ich glaube, das möchten wir uns alle gar nicht vorstellen. Die Pauschenform, die ist natürlich super hart und auch der Rest des Leders ist okay. Also eigentlich für den Preis, das er kostet, ist er eigentlich viel zu gut. Das ist das, was ich jetzt im Vorfeld schon mal sagen kann. Natürlich gibt es auch hier viele Mankos, wo ich sage, okay, das hätte man besser machen können, das hätte man anders machen können, das ist nicht so toll. Aber da werden wir in einem anderen Video drauf eingehen. Heute geht es wirklich jetzt erstmal gezielt darum, wie fühlt er sich an und was vermittelt er dem Reiter für ein Feedback. Unser Proband steht schon da hinten, wird gerade noch fertig gemacht. Wir satteln jetzt gleich mal und ja, sind dann mal gespannt, was die Vivi uns so sagen kann, was sie fühlt, was vielleicht gut ist und was vielleicht auch nicht so gut ist. Also ich hatte den Sattel vorhin schon einmal ganz kurz auf dem Pferd liegen, was man schon sagen kann, weil Conrado hat zum Beispiel relativ markante Schultern und wenn man jetzt mal guckt danach, hier hinten fehlt es ihm so ein bisschen. Und das ist bei vielen Sätteln einfach ein Manko, dass sie sich hier so ein bisschen hinter die Schulter klemmen und hinter die Schulter setzen. Bei dem Sattel, es ist ja wirklich, ich möchte ja keine Lobeshymnen auf den Sattel bringen, aber es ist alles nicht so schlecht, was ich für den Preis eigentlich erwartet hätte. Klar, er ist jetzt hier oben ein bisschen zu eng, aber trotz alledem, auf Höhe der Schulter, bietet der Sattel erstmal relativ viel Freiheit. Wir werden jetzt gleich mal satteln. Wir werden das Pferd so satteln, wie es uns auch gesattelt wird. Also Lammfell, Schabracke und dann der Sattel oben drauf. Und ja, und dann gucken wir einfach mal, was wir da gleich erzählt bekommen. Was ich aber auch schon direkt sagen kann, was mir aufgefallen ist, der hat hier einen relativ weichen Schaum am Sattelblatt. Das ist zwar auf der einen Seite ganz angenehm, aber bei längerem Reiten würde das hier unten von den Steigbügelriemen definitiv durchgescheuert werden. Also das ist auf jeden Fall kein Sattel für Dauer. Und ich würde mal sagen, wenn der jetzt so einen Monat oder 2 Monate benutzt wird, wird man hier unten schon erste Abriebstellen bis hin wahrscheinlich nicht lange gefolgt von dem Loch da unten. Okay, wir satteln jetzt einmal und dann sehen wir uns gleich in der Halle wieder. Das ist ganz schön hart. Bisschen lauter. Das ist ganz schön hart. So. Also, erstes Sitzgefühl ist hier vorne. Klar, vielleicht ist er mir auch ein bisschen klein, der Sattel. Ja, das ist 17,5. Also. Ach so. Aber es fühlt sich an, als würde ich so sitzen. Also geht hier oben ein bisschen hoch. Mhm. Pauschen würde ich jetzt nicht unbedingt als unbequem bezeichnen.
Es ist anders, aber ich reite mal. Ja, und hier, ich weiß nicht, wie man das hier, vom Sattelblatt. Ja. Das ist. Bist du weg, oder? Nee, aber ich merke es. Also, ich merke die. Du musst auch davon ausgehen, das ist ein neuer Sattel. Das ja. Das ist einfach steil. Wir sind jetzt nur zwei Stunden. Aber das fühlt sich nicht schlecht an. Es ist auf jeden Fall sehr angenehm, weil Conrado ist ja eh tendenziell sehr schwungvoll, auch so mit seinem Schritt. Das ist gar nicht schlecht. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendwie was wackelt oder der Sattel irgendwie so komisch liegt. Was mich überrascht, an meinem Bates geht das ja hier so ein bisschen runter, also mit dem Bein. Hier geht es mehr so gerade, sage ich jetzt mal. Das ist angenehm, sehr angenehm. Hier so. Wenn man halt auch mal guckt, wie dein Oberschenkel verläuft, wie die Augen verläuft, dann im gleichen Weg wie der Oberschenkel. Ja, also ich fühle mich nicht eingeschränkt. Das ist ganz cool. Und was auch positiv auffällt, ist, dass das hier, also hier, wo man diese Verzierung, sage ich jetzt mal, das fühlt sich sehr angenehm an, als wäre das nochmal extra so gepolstert. Das habe ich an dem anderen Sattel nicht, das ist ja einfach nur Leder. Konrad, ist das so ein neues Ding von uns? Auch hier hinten, ne? Das fühlt sich, ich fühle mich eingerahmt in den Sattel. Nein, überhaupt nicht. Ich mache mal einen Handwechsel. Was würdest du sagen, wie der Rollen so im Schritt jetzt? Vielleicht so ein Unterschied oder würdest du sagen, das geht nicht? Hat schon den Kopf geschüttelt, sagt nein. Nein, also bisher noch nicht. Merkt man aber bei ihm erst im Trab, so wenn er raumgreifender trabt. Ja, Schatz, wenn das jetzt noch in Pink wäre, du, dann hättest du mich ja ganz auf deiner Seite. Na, wir gehen keine Möhrchen klauen. Klar. Die Franzi, die steht auch immer in der Mitte und gibt Möhrchen. Was mir auch auffällt, der ist ja... Nein, weiter. Der ist noch nicht so... eingesessen von mir. Weißt du, wie ich das meine? Also in dem Bates habe ich ja, ich sag jetzt mal so, Sitzkuhlen schon, weil ich halt immer gleich sitze und der setzt mich halt schon in die Position, wo ich immer sitze, genauso wie mit dem Helm, der sitzt auch immer schief. Aber hier habe ich irgendwie das Gefühl, ich sitze direkt gerader und ich belaste beide Pobacken gleich. Also, hey, wenn sie Franzi hier, kannst du es vielleicht bestätigen, dass ich gerader sitze? Nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Auch so vom Sitzen her, ich habe nicht das Gefühl, dass das Leder mich irgendwie, dass es reibt. Weißt du, wie ich das meine? Also, wir müssen Conrado jetzt erstmal ein bisschen einlaufen lassen. Der braucht immer so eine kleine Zeit, deswegen reite ich erstmal ein bisschen rum wie ein Cowboy. Aber mir ist direkt aufgefallen, dass mir jetzt schon die Innenseiten hier vom Knie wehtun und dass mich doch die Pauschen sehr stören. Und das ist sehr unangenehm, aber jetzt, wo ich so ein paar Runden schon getrappt bin, ist okay. Aber vielleicht, wenn man die verstellen könnte, wäre schon eine bessere Sache. Aber ja, im Schritt hat es sich deutlich besser angefühlt. Also er hat sich ja jetzt schon was besser eingelaufen. Läuft auch jetzt etwas mehr über den Rücken. Klar, noch immer ein bisschen zu tief. Taktet auch immer mal. Vielleicht muss er auch mal kurz äppeln. Aber jetzt so vom Prinzip her fühlt sich's nicht schlecht an. Aber meine Knie tun halt immer noch ein bisschen weh. Also im Galopp fühlt er sich nicht so an, aber er lässt mich eigentlich vom Sitzgefühl auch überhaupt nicht sitzen. Und er mag auch nicht so, ne? Also ich gehe jetzt mal einen leichten Sitz.
Merkt man auch, dass er mit dem Schweif sehr pinselt, ne? Nee, findet er doof. So. Ich lobe ihn mal zwischendurch. Also vom Aussitzen habe ich jetzt eher das Gefühl, ich sitze auf dem Pferd statt im Pferd. Und meine Beine fühlen sich relativ unruhig an. Aber. Also ich habe eher das Gefühl, ich trete so vorne auf die Bremse, also dass ich das Bein so nach vorne strecke, weil ich irgendwie keinen Halt habe. Ja, man könnte vielleicht noch was verbessern im Sattel, aber so ist er nicht schlecht. Aber für ihn ist er, glaube ich, nicht perfekt. Aber schon ganz cool irgendwie trotzdem. Weiß nicht, also kann man voll schwer beschreiben, weil der Sattel ist an sich nicht schlecht. Vom Optischen sowieso nicht. Aber ich glaube, du könntest zwei, drei Sachen verändern. Da wäre der optimal eigentlich. Vielleicht könntest du noch mal was für ein Poschi machen, dass das nicht so, nicht ganz so hart ist. Nicht unbequem, aber durch den Bates habe ich mich halt so ein Sofa gewohnt. Hast du feine Mann. Also was man da wirklich sagen muss, dass er hier, also hier oben ist es ihm ein bisschen eng, so auch das, was ich vorhin schon gezeigt hatte, aber rein an der Schulter ist er eigentlich viel zu gut. Also da hat er echt super viel Platz. Hier oben gefällt er mir jetzt nicht so gut, aber naja, ist nicht so schlecht, oder? Mhm. Ja, bis auf halt, es drückt hier, drückt es mir rein. Aber was würdest du jetzt als Fazit sagen zu dem Sattel? Wenn du darüber nachdenkst. Ich würde ihn so, wie er jetzt so, auch für das Geld direkt kaufen. Ja, gell? Ja. Also vielleicht liegt es einfach daran, dass meine Beine nicht so gut liegen. Aber ich habe jetzt gerade gesehen, ich bin ja eben so geritten. Ich habe hier Autschi. Aber das lag an meinem Bügelchen. Ja. Wenn ich nämlich so mache, tut es mich nicht Autschi. Ich übe noch mal kurz. Konrad, wir müssen noch mal üben. Du bist jetzt fertig mit Reiten. Jetzt gibt es einmal noch ein Schlussfazit, dann gucken wir uns den Sattel noch mal ein bisschen genauer an. Ja, wie empfandest du das Ganze denn jetzt so? Also hättest du mir jetzt nicht gesagt, wie viel der Sattel kostet, hätte ich ihn jetzt so nicht genommen. Aber dafür, für das, was er kostet, finde ich ihn echt nicht schlecht. Also man kann zwei, drei Sachen verändern, zum Beispiel hier an der Pausche oder hier am Sattelblatt oder vielleicht auch am Poschi, dass das alles ein bisschen weicher ist. Aber unterm Strich ist das Teil gar nicht mal so schlecht. Also ja. Ich habe es nicht erwartet, weil billig hergestellt heißt ja auch nicht, ja, wie du schon sagst, mit den Bedingungen ist auch nicht so. Entschuldigung, wo wollen Sie denn hin? Ja, dann kommen wir am besten einmal gerade rum. Dann will ich mir den Sattel jetzt nochmal so angucken. Also es ist jetzt direkt frisch nach dem Reiten. Wir hatten noch nicht unten oder sonstiges. Man sieht jetzt natürlich, dass der Schwerpunkt für ihn nicht ideal passt. Klar, also das war jetzt auch nicht die Aufgabe, sondern wir wollten einfach nur mal ein Feedback und ein Fazit zu dem Sattel kriegen, wie er sich in Bewegung anfühlt. Wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, also er ist nach wie vor hier oben etwas eng. Deswegen empfand er das im Galopp wahrscheinlich auch nicht so angenehm, weil es er natürlich dann zu stark geschert hat. Aber auch so, er liegt von vorne bis hinten wirklich gleichmäßig auf. Er hat jetzt auch kein großartiges Spiel. Dass er auf ihm jetzt so ein bisschen schwammig liegt, das liegt nicht unbedingt am Sattel, sondern das liegt so ein bisschen am Pferd, weil er ein bisschen ungleich ist. Deswegen, wir haben das Pad jetzt nicht irgendwie großartig ausgepolstert oder. Aber was ich mir nochmal angucken möchte, wie der Abdruck unten aussieht. man merkt zum Beispiel, hier in der Mitte haben wir eine leichte Brücke drin. Na, okay, das ist echt nicht so toll. Also es sieht auf den ersten Blick gar nicht so schlecht aus. Wenn man jetzt aber mal hier drunter fühlt, merkt man einfach, dass er in der Mitte etwas hohler liegt. Und nach hier hinten sieht man ja auch, wie der Schwung sich hier hinten reinzieht, dass die hier hinten relativ viel Druck aufbaut. Das könnte man mit Sicherheit noch mit einer Anpassung hinkriegen, dass man sagt, man rückt den einmal ein bisschen ins Lot, passt den einmal an. Aber das war jetzt auch nicht die Aufgabe, dass der Sattel heute hier perfekt passt und perfekt sitzt. Aber kann das vielleicht daran liegen, dass mir eben dieses Gefühl gegeben hat, dass ich
so, so und so sitze, also wie so ein U im Prinzip, dass der in der Mitte so gesucht ist. Ja, ja. Also was man, also ich würde aber sagen, mehr fürs Pferd, weil du siehst halt, du hast hier vorne richtig viel. Also hier vorne war viel auf, also hat er viel getragen. Ging auch relativ weit hoch, das was ich meine, dass es ihm hier oben ein bisschen eng war. Hier in der Mitte war gehen in der Leere und dann hast du hier hinten wieder einen Druckpunkt gehabt. Also genau unter dir hat es doch nichts. Und das Gefühl, über dem Pferd zu sitzen, kommt meistens daher, wenn du hinten zu tief sitzt. So. Dann hast du in der Regel, oder haben meine Kunden in der Regel immer das Gefühl, dass sie halt eher auf dem Pferd anstatt im Pferd sitzen, wenn du so ein Stück hinter deinem Schwerpunkt sitzt. Das hatte ich ja beim Aussitzen, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich wie so, so in einem Loch sitze. Sag ich jetzt. Ja, also das war es auf jeden Fall hier, ne? Ja. Unter dir war nicht viel. No. Okay, so, das war das erste Video von unserer Videoreihe zu dem Sattel. Im nächsten Video werden wir den einmal auseinandernehmen und werden dann mal genau reinschauen, was denn da wirklich alles Tolles oder nicht so Tolles verbaut ist. Und ja, ich bin mal gespannt, was da vielleicht nicht so Schönes oder doch ganz Gutes auf uns zukommt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Gerne. Danke für deine Zeit. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao.